Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, lang ist es her, wo ich mal Formel 1 gespielt habe, beziehungsweise in dem Fall spielen wir die Formel 2. So sieht es Stand jetzt aus. Also wir führen scheinbar ganz deutlich. Es ist wirklich lange her. Jetzt muss ich aufpassen, wir wollen natürlich fortfahren. Ich bin hier extra rein, wir fahren nach Österreich. Wir haben die Halbzeitrenne 6 von 12. Ja, also das ist schon mal wunderbar. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen runterpegeln. Ich bin im Verhältnis doch noch sehr laut. So sollte es ein bisschen besser sein, hoffe ich zumindest. Ja, wir schauen mal, was möglich ist. Ich muss hier wieder reinfinden in das Spiel. Habe in der Zwischenzeit zwar oft Formel 1 als solches gespielt. Corona und. Es gibt ja nichts im Fernsehen. Also bleibt mir nur das Spielen. Dazu aber gleich mehr. Oh Gott. Willkommen zurück in Spielberg zum heutigen Qualifying bei der Formel 2 in Österreich. Die Fahrer sind startklar und ich gehe davon aus, dass wir einen heftigen Kampf um die Pole Position erleben werden. Ja. Ja, da gucken wir mal, dass die Einleitungen bei der Formel 2 sind irgendwie nicht so cool. Ja, wir können hier die Season-Info sehen, wir können hier ein bisschen was machen, aber so richtig, richtig, richtig viel können wir nicht machen. Wir nehmen einfach das Formel-1-Setup, was wollen wir auch anderes machen? Hier mal nass sogar, ein erster Versuch nass oder hier nass. Für die derzeitigen Bedingungen würde ich dir einen Satz Regenreifen empfehlen. Mensch, Jeff, du bist ja richtig schlau. Ja, wir nehmen das einfach mal. Scheinbar haben wir das mal irgendwann gefahren. Es schien halbwegs zu funktionieren. Wir haben Qualifying. Ja, und ich würde ganz gerne das Qualifying auch ein bisschen kürzen. Wir hatten ja uns immer die halbe Stunde Zeit gelassen und das zweigeteilt. Das können wir auch machen. Ist aber irgendwo auch nicht so richtig cool, oder? Ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich denke, wir werden das auf eine Folge machen. Die wird dann so 20 Minuten sein. Denn ansonsten dauert das zu lang. So, wie können wir denn hier vorspulen? Zeit beschleunigen ist X. Ich muss immer gucken. Ich kenne den Controller nicht auswendig. Wir können ja mal ein bisschen... So, und jetzt könnten wir mal rausfahren. Dann haben wir gleich die ersten Zeiten. Lass es anfangs ruhig angehen. Die Strecke ist nass. Ja, das kann man wohl erwarten. Bei dem Regen, der in Österreich gerade herrscht. Ja, Österreich könnte in dieser Saison übrigens in der echten Formel 1 Saison 2020 das Zündlein an der Waage werden. Es steht noch nicht so ganz fest, was das erste Rennen der Saison 2020 ist. Corona-Krise und. Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen. Ja, da gibt es viel zu reden. Wir können hier in den Videos, könnt ihr auch gerne drunter schreiben. Ich werde dann schriftlich darauf antworten. Oder gegebenenfalls, wenn möglich, auch... 1.28.5 vielleicht in den einzelnen Folgen dann auch drauf eingehen. 1.28.4. Ich lasse mal Atkin vorbei. Ich fahre hier mit Absicht außen. Ich gehe nochmal von Gas. Los, Atkin, gib Gummi. Ja, auf jeden Fall gibt es ja viel zu reden. Was wird das erste Rennen der Saison? Wir werden den spätesten Saisonstart in der Geschichte der Formel 1 haben. Das steht schon fest. Und, ja, frühestens ist Kanada mit Rennen 7, eigentlich das siebte Rennen der Saison, möglich als erstes Rennen zu fahren. Im Juni dann, ich weiß gar nicht, irgendwann, ich glaube 10. Juni, 8. Juni, schreibt es gerne in die Kommentare, ich kenne den Kalender jetzt nicht auswendig. Monte Carlo ist ersatzlos gestrichen, das heißt, ich werde das erste Mal in meinem Leben eine Formel 1 Saison ohne Monte Carlo erleben, das gab es schon. Arberababer. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Also zu meinen Zeiten, wo ich Formel 1 geguckt habe, hat es das nicht gegeben. Und ich glaube sogar, solange ich lebe, hat es das noch nicht gegeben. Also auch eine interessante Sache. Ja, ist das erste Rennen, was offiziell fest abgesagt ist. Melbourne, das eigentlich erste Rennen, wo die ja schon vor Ort waren. Die Formel 1 hat sich wie immer blamiert. Es ist leider in der Formel 1 üblich, dass man sich blamiert. Boah, Konzentration. Also wie gesagt, das gehört leider zur Formel 1 dazu. 1.27.8 hier, also Deletras will es wissen. Ja, zur Formel 1 gehört es dazu, sich zu blamieren. Ich weiß auch nicht warum, ist leider so. Ja, ich glaube, hier sind wir ganz gut rum. Ja, wie gesagt, das war sehr traurig, auch für viele Fans, die da hingereist sind und Stunden vor den Toren ausharren mussten und nicht auf die Strecke gelassen worden sind.
wegen der Corona-Sache. Das war natürlich alles vorher absehbar und es stand auch schon Stunden vorher fest, dass nicht gefahren worden wird. Und ja, war sehr schwierig. Also das war echt schwierig und echt traurig für die Leute. Auch für mich, der nachts mitgefiebert hat, gibt's das Rennen noch, gibt's das nicht? Ist es zu gefährlich oder nicht? Natürlich immer in Anbetracht der Gesundheit. Es ist, ja, also wie gesagt, diese ganze Corona-Sache, die letzte Aufnahme, nur um das mal zu sagen, die letzte Aufnahme ist weit vor der Corona-Geschichte gewesen. Das heißt, da, ja, für mich ist das jetzt, ja, der krasse Einstieg hier quasi. Und, ja, man kann sagen, was man will. Ich glaube nicht, dass in Kanada gefahren wird als 7. Rennen. Dann wäre Österreich das 8. Rennen, aber selbst das glaube ich irgendwie nicht. Alter, wie langsam bin ich denn? Aber selbst das glaube ich persönlich nicht. Dann... So, Konzentration. Dann wäre das nächste Rennen... also Kanada nicht, dann wäre Österreich, das glaube ich halt irgendwie auch nicht. Dann müsste, glaube ich, Silverstone kommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber selbst da ist ja Motorsport für lange, lange Zeit sogar staatlich verboten. Also das ist ja noch krasser in England. Das Wetter sollte in 10 Minuten besser werden. Leichter Regen in 10 Minuten. Oh, und wir fahren hier wie bekloppt. Ja, auf jeden Fall, das ist so eine Sache, wo man sich halt Gedanken machen muss. Okay, das machen wir nochmal neu. Durchs Quatschen halt. Ja, also wie gesagt, in Silverstone, selbst das Wimbledon-Turnier, was eine Woche vor dem Formel-1-Rennen stattfinden sollte, ist abgesagt. Also ich weiß nicht, wie man da dann Formel 1 fahren kann. Es wird wahrscheinlich das erste Mal, ich glaube, in der Geschichte hat es das noch nie gegeben, korrigiert mich gern, aber eine Formel-1-Saison ohne England, das gab es noch nicht. Das könnte ein Novum werden. Und von der Vernunft her wäre es wahrscheinlich auch das Richtige, genauso wie Österreich und Kanada abzusagen. Und dann müsste man gucken, ob nicht vielleicht in den Ländern, wo Corona zuerst ausgebrochen ist, die Lage nicht deutlich besser ist und man da vielleicht fahren kann. Denn so geht es natürlich nicht, wie es jetzt ist. Und dann Rennen ohne Fans und so, sorry, also... Dann weiß ich auch nicht so recht, aber es gibt ein ganz großes Problem. Teams wie Williams, Haas, ja, selbst Alpha Tauri, ich muss aufpassen, ich wollte Toro Rosso sagen, ich habe den Namen im Kopf gerade gesucht, die heißen ab jetzt Alpha Tauri, die sind umbenannt. Selbst die haben finanziell große Nöte und kämpfen gerade ums Überleben, weil keine Gelder kommen. Ja, es gibt die verrücktesten Ideen, was man machen kann, um die Formel 1 zu retten. Um die Teams zu retten. Wie viel Benzin haben wir denn? Oh, immer noch für eineinhalb Runden. Gibt es wirklich die verrücktesten und wildesten Ideen. Und ja, das machen wir nochmal neu. Ja, gibt es wie gesagt die wildesten und verrücktesten Ideen, wie den Formel-1-Kalender ins nächste Jahr reinlaufen zu lassen oder. Ja, weiß der Geier. Es gibt wirklich gerade die craziesten Ideen. Okay, das war richtig langsam. Wir haben richtig viel Zeit verloren. Ja, dann fahren wir jetzt in die Box, würde ich sagen. Dann bringt uns das ja nichts. Verbesserung nur schwer möglich. Ja, auch hier über den Curb zu fahren, sollte man nicht. Wir sind ziemlich weit hinten, das wundert mich ein bisschen. Ich weiß nicht, wie wir KI-mäßig zuletzt unterwegs waren. Ich habe mir die letzten Rennen jetzt leider nicht angeguckt. Hätte ich mal tun sollen. Denn, dass wir 19. sind, finde ich jetzt ziemlich unsexy. Ja, und ihr könnt mir ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt. Ist das gerechtfertigt, was mit der Formel 1 passiert? Oder ist das alles übertrieben? Sagt ihr, dass Corona ist gar nicht so gefährlich? Beziehungsweise seid ihr vielleicht einfach der Meinung, man kann auch ohne Zuschauer fahren? Schreibt das gerne mal in den Kommentaren. Gebt euch vielleicht auch ein bisschen Mühe, schreibt ein bisschen längere Texte, so dass man ja, dass man vernünftige Kommunikation hat und nicht nur einfach ja, ich bin dagegen. Und dann weiß man gar nicht, was gemeint ist. Das ist immer das Schwierigste bei den Kommentaren, finde ich, dass dann auf irgendwas bezogen wird, man weiß aber gar nicht auf was. Also ich weiß doch nicht mehr 2 Wochen, was ich hier in dem Video gesagt habe
Und da ist es immer ganz gut, wenn ihr dann auch so ein bisschen schreibt. Du hast erwähnt oder gefragt, was, wie wir die Lage sehen mit dem Formel 1. Und dann schreibt ihr eure Antwort dazu. Das wäre eigentlich ganz cool, würde ich mir wünschen, weil das würde es für mich ein bisschen vereinfachen. Gut, wir spulen hier weiter vor. Unter den aktuellen Bedingungen empfehle ich die Regenreifen. Das freut mich. Wir spulen hier ein bisschen vor, weil wie gesagt, wir machen eine Season daraus. Alles andere bringt nichts. Ja, da sehen wir. Es soll trockener werden. Das könnte in der Tat interessant werden. Wir gucken mal. Nee, wie war das mit der Kamera so? Ah, es regnet aber schon noch ganz schön. Also, so easy peasy ist das nicht. Und guck mal, da ist jetzt auch wieder richtig Regen angesagt. So, in 5 Minuten soll es dann halt trocken werden. Ich verstehe nicht so ganz. Ich darf mich oben im Menü jetzt nicht... Achso. Ich habe nichts gesagt. Ja, guck mal, der ist nur minimal schneller. Den sparen wir uns dann auf. Dann gehen wir lieber nochmal Setup. Dürfen wir jetzt nicht mehr so viel machen, ne? Mindestens 20 Minuten anhalten. Wir dürfen sogar alles machen. Das wundert mich ein bisschen. Wir fahren prinzipiell ganz gut darum, aber ich glaube, wir verlieren sehr viel Zeit auf den Geraden. Darum machen wir das jetzt mal so. Ich weiß es nicht. Wir müssen es probieren. Und Treibstoff würde ich ganz gerne. Können wir das hier irgendwo auch justieren? Irgendwie nicht. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 29,1. Ja, das ist korrekt. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach raus. Was wollen wir machen? Ja, wir gucken, was wir fahren können. Vielleicht kriegen wir noch so 2 Runden hin. So, jetzt habe ich gehustet. Ihr dürft es nicht gehört haben, wenn alles richtig gelaufen ist. Ansonsten entschuldige ich mich. Bin hier, wie gesagt, mit diesem Streaming-Deck noch ganz schön am Rumspielen, was man da alles einstellen kann. Wow, das ist beeindruckend. Ja, und es ist schon trockener, ne? Das kann man schon sehen. Also es ist nicht so krass wie vorhin. Also es ist noch feucht, da hinten wird die Sonne durchkommen. Aber ich finde, der Regen ist weniger, aber das kann auch täuschen. Ja, und ich weiß nicht, die fahren alle nochmal raus, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die in der Box bleiben. Für 5 Runden Benzin. Naja. Ja, wir gucken mal, was möglich ist. Wenn wir hinten starten müssen, starten wir hinten. Dann ist das halt so. Auch das ist natürlich vollkommen in Ordnung, wenn das so ist. 1:27.1 von George Russell. Ja, das sind natürlich Zeiten, die sind ein bisschen krass. 1:26 und wir fahren 1:29. Also eventuell muss ich da was an der Key machen. Ich weiß nicht, was da los ist. Also das ist schon arg langsam. Wir können hier auch nichts verstellen, es hilft nichts. Ja, von den Curbs muss man so schnell runter, am besten gar nicht drauf, ne? Da bremst er. Ja, und das fahren alle nochmal raus. Und guck mal, wir machen deutlich Minus. Okay, das geht nicht. Da muss man sich mit dem Flügel natürlich dran, ganz schön dran gewöhnen, dass das jetzt ein bisschen früher bremsen muss, weil natürlich... Ah, der ist neben mir, ne? Will nämlich veräppeln. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja ein bisschen krass. Guck mal, wie viel Minus wir auf einmal machen. Okay, das ist schon krass. Also jetzt schaut euch mal an, nur durch den Flügel runterstellen. 4/10. Die sind aber noch schneller. Huh.
der hinten macht ganz schön Druck. Also das ist echt ein bisschen krass. Ich komme mir vor, als ob ich viel zu langsam bin. Ich weiß gar nicht warum. Ah, halbe Sekunde, aber das reicht ja gar nicht. Ich müsste ja 2-3 Sekunden finden. Fahren die schon auf Trockenreifen? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, eine Sekunde machen wir, aber das ist ja gar nichts im Verhältnis. Naja, Platz 11 immerhin. In dieser Rundenzeit bist du auf P11 vorgefahren. Wow, also das ist nicht ohne. Wir verbessern uns noch mehr, also nochmal Minus. Ja, ich glaube, wir sollten ihn fahren lassen, oder? Ich glaube, ich kann nicht da mithalten. Oh. Gut, also das war natürlich wow. Da schauen wir uns nochmal an, auch wenn die eigentliche Aufnahmezeit vorbei ist, aber das passt schon. Der hat uns einfach abgeschossen. Der hat uns einfach abgeschossen. Also unglaublich. Ja, Platz 12 ist natürlich enttäuschend. Vielleicht bin ich auch nur im Regen so schlecht. Kann natürlich auch sein. Da bin ich mir nicht sicher. So, wir gucken mal, wenn wir hinterherfahren. Aber ich glaube, der Windschatten bringt nicht so viel. Der ist einfach viel schneller wie wir. So, und hier Windschatten hinterher. Naja, wir hoffen mal. Wirklich dran glauben, dass das hier irgendetwas bringt, tue ich nicht. Ja, und der beschleunigt einfach besser raus, ne? Das ist unglaublich. Trotzdem wir hier auf Bestzeitkurs sind. Ah, ein Plus-Minus-Null-Spiel. Wir könnten was ganz Verrücktes versuchen mit Slicks, aber ich glaube, das reicht nicht. Also... das ist zu wenig trocken. Aber gut, andererseits, was haben wir zu verlieren? Wenn wir Glück haben, schaffen wir eine Runde. Bei der Rundenlänge. Das wird eng. Also es wird wirklich eng. Ja, Verwarnung, ich bin gebremst. Nee, das reicht sich nicht. Also selbst wenn ich sofort rauskomme. Ja, schade. Da starten wir ziemlich weit hinten. Das wäre jetzt so der Best Move gewesen. Ja, wir können auch nicht zurück in die Garage, leider. Ja, sehr schade. Also wir starten sehr weit hinten. Macht das Rennen aber vielleicht spannend. Also lohnt sich es wirklich einzuschalten. Ja, sehr enttäuschend. Das Ergebnis. Ich weiß nicht, ob wir jemals so weit hinten gestanden haben, weil es ist so lange her, wo ich gespielt habe. Ja, dann müssen wir mal gucken. Also hier können wir nichts mehr reißen und 17. Platz. Wie es momentan ist, würde ich einen Satz
Pardon, pardon. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre letzter Platz. Giotto, Sette Kamara und Mirai Fukuzumi. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es ums Ganze geht. Das denke ich auch und ich sage ciao, bis morgen.